In Memoriam, Karl Mirkatz. Ja, bitte? Ja, servus, Karl, grüß dich. Hey, du guckst aber schon noch wie ein Neustadt. Na ja. Und die alte Erinnerung, jetzt trinken wir Achterl. Na gut, komm ich halt. Wenn wir uns wo aufgewachsen sind. Ist schon in Ordnung. Servus, grüß dich. Ich freue mich, servus. Ich hatte immer schon den Gedanken, eigentlich Schauspieler zu werden. Wir haben angefangen, Theater zu spielen, auf zwei zusammengestellten Tischen in einem Zimmer und haben die sogenannten alten Kirchenweiberln eingeladen, zuzuschauen. Und da spielten wir der verlorene Sohn. Der Fredel war die Mutter, ich war der verlorene Sohn und kam heim und die Mutter hat gesagt, er hat sich gefreut, hat geweint und wir haben gespielt. Ja, Mutter, ich bin wieder da, bis diese Kirchenweiblein geweint haben. Und wenn sie geweint haben, haben wir oben wieder gesagt, machen wir es noch einmal. Dann haben das noch einmal gespielt. Karl Mirkatz wurde am 17. November 1930 in Wiener Neustadt als zweites Kind in eine Arbeiterfamilie hineingeboren. Er war in über 250 Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, meist in den Hauptrollen. Zu diesen kamen mehr als 150 Theaterrollen, in denen er vor allem Nestroy, Raimund und Shakespeare-Figuren darstellte. 1975, im Alter von 45 Jahren, hat er österreichische Fernsehgeschichte geschrieben. Mit seiner Paraderolle, dem Edmund Mundl Sackbauer aus der Serie Ein echter Wiener geht nicht unter, spaltete er die Fernsehnation. So arg wird's auch wieder nicht werden. Herr Spener, schaut's ja aus wie beim Idi Amin, nicht? Hirnschissler sind das alles. Haut über die Häuser mit ihrer Glocken. Und jetzt? Und jetzt. So, Edmund, und jetzt ist genug. Beinahe hätte er die Rolle abgelehnt, denn ursprünglich hatte er sich geweigert, den Arbeiter aus Favoriten zu spielen. 75 war es, kriegte ich ein Angebot von Österreich fürs Fernsehen. Ein echter Wiener geht nicht unter. Und untergehen wollte ich selber nicht, also habe ich gesagt, gut, schauen wir uns die Geschichte an. Ich war Assistent beim Axel Corti und da hat er bei dem Film Jakob der Letzte hat er mitgespielt und da habe ich ihn an sich zum ersten Mal bewusst gesehen. Ich habe das Salz der Erde, hieß es ja, gelesen und habe gesagt, na, das spiele ich nicht. Das ist ein sehr brutaler Mann, der die Kinder schlägt und also der wirklich sehr brutal war. Ich habe gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ich habe gesagt, den hätte ich gerne für diese Rolle. Der ORF hat, ich war an der Filmakademie, damals war er nicht fertig und der ORF wollte das auf keinen Fall, weil wieso soll man einen Schauspieler für einen Anfänger wie mich aus München anschleppen und der noch dazu Theater spielen muss, der pausenlos hin und her fahren muss. Wenn es ein anderer wäre, wenn er ein Vater der Familie wäre, wie ich es auch schon einmal wollte bei meiner Familie. Wenn er so wäre, habe ich gesagt, na dann würde ich es vielleicht machen. Ich habe mir einfach eingebildet, stur wie ich damals schon war, den Karl Mirkatz. Nudelarm! Da machen wir es wollen! Das ist bei mir wurscht! Braucht ja eh keiner den Fisch! Ja, passen Sie doch auf, Sie Trottel, Sie Blöder! Können Sie nicht woanders gehen? Arschloch, deppert's!
Er hat versucht, eine Figur zum Leben zu bringen, die natürlich erst einmal nur am Papier bestanden hat. Und hat sich also innerhalb sehr kurzer Zeit in diesen Edmund Sagbauer so hineingelebt. Und mit ihm das Ensemble. Er war eigentlich die treibende Kraft. Und hat also dann unglaubliche Stegreif-Spompanadeln mit eingebaut. Er ist ein Schauspieler, der nie präzise den Text lernt. Das kann man in bestimmten Rollen als Nachteil sehen, das kann man aber in bestimmten Rollen auch als Vorteil sehen, wenn es nicht zu arg ist, würde ich sagen. Und weil dadurch Spontanität entsteht, Improvisation entsteht und doch auch sehr viel Ungeschick, was man einfach für den Film spontan nützen kann. Und da hat man sehr viel gelernt, weil man musste schnell umschalten, wenn er was anderes gesagt hat. Das hat das Ganze schon lebendig gemacht. Und so gesehen war der Karl damals für mich ein idealer Schauspieler, muss ich sagen. Weil da sind eine Menge Pfosten dabei. Pfosten? Was für? Kalle, das müssen wir erklären. Pfosten, wissen Sie, sind, wie man sagt, quasi Trotteln. Nicht direkte, aber immerhin Leute mit einem gewissen Gläscher. Und da haben sie uns die erste Szene vorgespielt und so weiter. Das war der Karl, die Nelska und dann die Ingrid, die Burkhard und so. Und da ist halt Trottel und Arschloch und da weiß man, naja, ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Aber gut, ist ja egal. Ne? Es gab 1500 Anrufe in dieser Nacht beim ORF. Die konnten sich da nicht erwehren. Und es hat uns natürlich gefreut und unglaublich Spaß gemacht. Vor allem unglaublich auch Spaß gemacht, wenn Anrufer dann gesagt haben, so red kein Mensch, diese Arschlöcher, mit solchen grauslichen Ausdrücken. Und so. Es war sehr lustig, wir haben uns unendlich gefreut und wirklich höchst amüsiert. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden mit der Mutter, Frau Burkhardt besonders gut, denn sie hat geführt und hat eigentlich die Figur des Mundels so richtig zur Geltung gebracht. Ich habe halt das gemacht, was viele Frauen machen, immer sagen ja, ja und im Hintergrund das dann so machen, dass dann doch das geschieht, was sie wollen. Das kennen wir alle ganz gut. Wenn der sich aufgeregt hat, sie immer gesagt, na geh, Mundi, musste, was ist denn? Und das hat sie so schön gesagt, dass der darauf sagen musste, ich mache eh nichts, ne? Das was mit Franzi? Ich hab euch schon hundert und hundertmal gesagt, dass ich nicht will, dass in meiner Gegenwart von diesem Fetzenscherl geredet wird. Auch wenn ich gesagt habe, er kann mit nach Jesolo fahren, aber bei euch kann man ja reden und reden und reden. Jetzt kannst du warten. Gut. Also was war? Das war irgendwie eine Überraschung, dass das so funktioniert hat, weil ich einfach vom Bauch heraus das damals inszeniert habe und das Buch auch so bearbeitet habe, dass es möglich war, also aus einem Roman, also eine Filmgeschichte zu erzählen. Dann kam ein zweiter Teil, der an sich im Roman in Bibione hätte spielen sollen, nur der Alfred kein Geld gehabt. Jetzt haben wir es im 14. Bezirk am sogenannten Silbersee gedreht. Da lagen Mopeds drinnen, Eimer schwammen da herum, gestunken hat dieser See. Hat der keiner hingeschissen? Mundi. Mehr. Das mit beißen. Schon. Nein. Halber zehn und der Pepperhund ist noch alle, wenn er da. Und der hier endlich geruht, dann werde ich was erzählen. Und Ram ist wieder oben, dass die Funken spritzen. Da ist schon was zu sagen. Papa, sei nicht so. Vielleicht hat er was mit Wagen. Nein, das geht ja sein. Ein richtiger Art da vorne hat nichts mit seinem Wagen. Da gibt's sowas nicht. Der wird schon kommen, warten wir ein bisschen. Zeit haben wir ja. Machen wir dabei die Vogeln zu. Ich bin ja nicht der Professor König vom Fernsehen. Wir sind Vogeln wurscht. Die Figur des Mundl wurde so populär, dass sie außerhalb des Fernsehens weiterlebte. Es war in alle meine Österreich-Programme immer der Mundl drinnen. Kottern und Mundl, das war meine Sozialisation eigentlich damals für Österreich. Und man hat sich natürlich gedacht, so, die sind alle wahnsinnig. Also ich habe nicht gewusst, ist das ein Doku oder ist das ein Fiction? Aber man hat dann schon entdeckt, dass auch, also dass das gespielt war und nicht
Auf der anderen Seite haben sie nur den Wahnsinn gespielt, der ja sonst ja normal abläuft in Wien. Also doch eine Doku. Wir waren fertig, waren glücklich, dass der letzte Drehtag war. Wir haben uns gratuliert, wie das so schön heißt, und gehen wir raus, trinken wir einen. Ich habe gesagt, gut, gehen wir raus, trinken wir einen. Und da haben wir einen Schluck getrunken oder zwei oder fünf, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, die Kollegen waren alle draußen in der Kantine und so. Dann ging ich noch einmal auf die Szene, das war die Wohnung vom echten Wiener, um Abschied zu nehmen. Und irgendwie, wie sich's ergeben hat in dieser Feier, hat der Karl plötzlich so eine Art Rappel gekriegt und hat also aus damals nicht ganz durchsichtigen Gründen, im Nachhinein kann ich mir schon vorstellen, was der Grund war, einfach angefangen, die Dekoration sehr brachial zu zerlegen. Auf wie auf die Dekoration rüttelt dann der Deko und so weiter, diese Umbogen und so weiter, aber die Tier ausgerissen, hat das hingehauen und so weiter, jeder ist durchgestanden, um Gottes Willen, was ist da jetzt los? Der ist wahnsinnig geworden. Es hat ihm schon ein bisschen auch wehgetan, dass das jetzt endlich aus ist oder dass es aus ist. Andererseits, ja, er ist ein impulsiver Mensch, das war er immer. Und jetzt haben wir halt los und so weiter. Der hat also zerstört, ist eigentlich gelinde ausgedrückt. Er hat es vernichtet, das Wohnzimmer Sackbauer. Der andere soll jetzt zur Aufnahme gehen. Und nachher gehst du. Wenn du angemeldet bist, gehst du zum Außenputz. Innenputz habe ich lieber. Ja, ich auch. Ein Jahr zuvor, 1974, drehte Axel Korti, der Sohn eines Landarbeiters, wird zum Bauarbeiter und baut sich ein Haus, in dem Meerkatz die Rolle des Poliers verkörperte. Die Rolle hat durchaus Ähnlichkeiten mit dem Mundl. Auch Klaus Rott, der spätere Karli Sackbauer, ist in einer Rolle zu sehen. Stadtbüro, da gibt es eine Filiale in Oberösterreich und in Salzburg und ich glaube auch in Deutschland. Wer ist der Baumeister? Baumeister? Es gibt doch keinen Baumeister, das ist eine Aktiengesellschaft. Nach dem echten Wiener, da drehte ich mit Korte noch etliches und da sagte er zu mir, das hat mich tief getroffen, das fühle ich noch heute. Er sagte damals zu dir, Karl, wir haben sehr schöne Sachen miteinander gemacht, aber jetzt hast du diesen echten Wiener gedreht, jetzt kann ich dich nie mehr besetzen. Karl Merkatz schrieb sich selbst den Easy Radler, der 1980 auch gedreht wurde. 1980 im Jänner sind wir rübergeflogen und bis März dort geblieben und haben dort recht anstrengende, aber auch recht befriedigende Erlebnisse gemeinsam im Australien, dem Kontinent, den der Karl natürlich wie seine Westentasche kennt, wie er immer behauptet hat und was zum Teil auch stimmt. Damals kam aus Amerika ein großer Film zu uns, der hieß Der Easy Rider. Dachte ich mir, das wäre doch eine Idee für Australien, ein weites Land, und habe das Buch geschrieben, Der Easy Radler. Und habe mir selber so ein Fahrrad gebaut, vorn mit einem kleinen Rad, hinten das normale Hochrad und dahinter am Gepäckträger aufgebaut ein Dach mit Sonnenschutz. Damals durften wir noch auf den Ayers Rock hinauf. Ne? Da war diese eine Sequenz, wo er da vorher von einem Aboriginal seinen Feldstecher gegen einen Boomerang eintauscht und dann ausprobiert, ob er das zusammenbringt. Ne? Und natürlich nicht gelungen. Und dieses Gesicht von Karl, wie er dem nachschaut da oben am Ayers Rock und der Boomerang fliegt und fliegt und fliegt und kommt nicht zurück. Da hat er, das ist für mich legendär gewesen. So, und jetzt bin ich neugierig, wie der wieder zurückkommt. Der hat sich immer all seinen Rollen genauso genähert, wie er sich seinen Schafen und seinen Haflingern genähert hat. Immer so mit einer Ruhe, mit einer Natürlichkeit.
nie irgendetwas gekünstelt, mit einem unglaublichen Instinkt das Wesentliche einer Rolle erfasst und das Wesentliche dieser Rolle dann sehr, sehr einprägsam gezeigt. Der Bockerer mit Karl Merkatz in der Inszenierung von Dietmar Pflegerl hatte 1980 Premiere im Wiener Volkstheater. Karl Merkatz wollte diese Rolle unbedingt spielen. Franz Antl war in der Vorstellung und es hat ihn so animiert, dass er 2-3 Tage danach mich angerufen hat und gesagt, Herr Merkatz, ich war in der Vorstellung, Bockerer, das gefällt mir unheimlich. Ich komme auch aus dieser Zeit, er kannte diese Zeit und er würde einen Film darüber machen wollen. Würden Sie da mitspielen? Naja, habe ich überlegt und gesagt, lass uns mal ein bisschen Zeit. Es kam ein Anruf vom Antl, du, ich mache den Bocker und ich möchte gern, dass du den Rosenblatt spielst. Ich glaube, lass dein Bart wachsen irgendwie. Ich glaube, ich war kaum noch. Servus, Herr Rosenblatt. Herr Bockerer, ich habe gewusst, dass man sich auf Sie verlassen kann, aber Gott sei Dank brauchen wir das nicht mehr. Ja, dann passen wir halt auf, dass wir es wirklich nicht mehr brauchen. Franz Antl hat natürlich nicht den besten Ruf gehabt damals. Man nannte ihn den Lederhosenregisseur. Ja, er hat sehr viele Filme gedreht in den Jahren, schon ab 40, 45 aufwärts, wo das Publikum lustige Sachen sehen wollte. Er hat halt gedreht, Frauen mit der Lederhosen, die richtige Tiroler Hosen, aber ohne Hemd und nur mit offenen Brüsten, nicht wahr? Haben wir heute nicht Donnerstag? Ja, Freude, heute ist ja Donnerstag, ne? Ja, Freude, sitzen Sie in der Wiener, Herr Doktor, aber geh her auf heute. Ich erinnere mich noch ganz genau, weil das fast 30 Jahre her ist. Und es wird sein, Ihr Blatt, Herr Rosenblatt, zu Beginn der Tarockpartie, wird mir sicher unvergesslich bleiben. Ich habe es immer noch so im Ohr, wie er es gesagt hat. Ihr Blatt, Herr Rosenblatt. Und nach einem Jahr kam Antl wieder und sagte, du Karl, ich hätte gerne einen zweiten Teil gemacht vom Bockerer. Sag ich, okay, was gibt's ja keinen zweiten Teil vom Bockerer, was ist denn? Die Nazizeit ist doch längst vorbei. Sagte, nein, ich möchte das zeigen, was bei uns passiert ist, nach dem Krieg, wie die Russen kamen. Danach hat mich Antl wieder angerufen, ob wir einen dritten Teil Bockerer machen. Sag ich, nein, nein, schau nach 2 Teilen. Ja, da ist das vorüber, nicht wahr? Aber er hat mir so tief ins Herz geredet, weil ich ihn mittlerweile sehr mochte, weil er ein absolut ehrlicher Mensch war. Der hat nichts hinterrücks getan, gar nichts, wenn eine Streiterei war, voll ins Gesicht gesagt. Die beiden haben sich nichts geschenkt. Der Karl ist ja auch bekannt dafür, dass er sehr viele Ideen einbringt. Und diese beiden älteren Herren, die haben sich also doch hin und wieder streckenweise ganz schön lautstark befetzt. Aber im Endeffekt haben sie sich immer wieder vertragen. Am nächsten Tag war alles vergessen, haben sie wieder die Hand gegeben und haben sich umarmt und alles war gut. Der Film wurde auch in Beijing, das heißt in Peking, gezeigt. Karl Merkatz war Karl Bockerer und für diese Leistung wurde er mit dem Deutschen Filmband in Gold ausgezeichnet. Es scheint echtes Gold zu sein, denn der zweite Preis war damals 70.000 D-Mark. Ich hatte nur das Filmband in Gold. Karl Merkatz begann seine Karriere am Theater. Nach Engagements in Heilbronn, München, Nürnberg und Hamburg wurde erst spät mit der Wiederaufnahme von König Ottokars Glück und Ende der Traum vom Wiener Burgtheater wahr. Ich habe die Burg betreten
nach Jahren, jetzt sind es, glaube ich, 4 Jahre her, ich weiß das ja nicht mehr genau, spielte ich bei den Salzburger Festspielen mit Moretti, König Ottokars Glück und Ende. Ich durfte da den Boden dieser Bühne betreten. Das hat mich damals so umgehauen, als ich das erste Mal auf die Bühne kam zur Probe. Ich kannte gar nicht Proben, ich habe nur geweint. Und der Regisseur hat mich in die Arme genommen. Und ich habe ihm das gesagt, dass dieser Boden für mich alles bedeutet. Da sind die Schauspieler draufgestanden. Wessely, Attila Hörbiger, Balser. Naja, gibt es noch eine ganze Reihe, die mir jetzt in dem Moment gar nicht so einfallen. Dietmar Pflegerl inszenierte für seinen Freund Karl Merkatz Tod eines Handlungsreisenden in Klagenfurt. Die Figur des Willy Lohmann, die er sich schon lange zu spielen gewünscht hatte, brachte ihn an den Rand seiner Kräfte. Nimm's nicht so schwer, Dad. Gute Nacht. Du, wenn irgendetwas vom Schreibtisch runterfällt, während du mit ihm sprichst, egal was es auch ist, hebe es nicht auf. Dafür haben sie Laufburschen. Okay. Ich mache ein ganz großes Frühstück. Unterbrich doch nicht immer. Ich bin so tief für mich persönlich in die Psyche des Lohmann eingedrungen, dass ich ihn am Ende des Stücks, nachdem es abgespielt war, fast persönlich gestorben bin. In meinem Innersten bin ich damals gestorben. Du hast etwas Großes in dir, etwas ganz, ganz Großes, du. Ach, mit dem wird noch etwas ganz Großes. Der Wettbewerb ist wahnsinnig geworden. Na, was heißt hier, Willi? Riechst du denn nicht den Gestank hier aus diesem Wohnblock? Und da drüben ist noch einer. Ach, wieso kann es den Käse aus der Tube geben? Jetzt probier ihn doch erst mal. Ich hatte große Schwierigkeiten, aus diesem Bereich wieder rauszukommen. Das hat leicht ein Jahr gedauert. Das war die intensivste Auseinandersetzung mit einer Figur. Du hast viel zu viel auf dem Kasten, als dass man sich deinetwegen Sorgen machen sollte. Ach, Linda. Das Werk Franz Kafkas wurde zu einem wichtigen Bezugspunkt in Karl Merkatz' Leben. Mir kam ein Bericht für eine Akademie beim Lesen und dachte, Mensch, um Gottes Willen, das ist ja fast ein Monolog, den müsste man doch dramatisch darstellen. Und fing an, die Akademie zu arbeiten und kam am Abend eines Tages nach der Vorstellung heim. Ich war schon sehr tief drin, es ist ein großer Monolog, der geht knapp 40 Minuten. Und kam heim, drehe das Fernsehen an und da sehe ich diese Figur, das ist ein Affe, der zum Menschen mutiert, im Fernsehen. Klaus Kammer hat den Affen schon gespielt, den ich gerade gelernt habe und gemeint habe, ich bin der Erste, der sich damit beschäftigt. Fehler. Ich habe daher den Affen sofort weggelegt, gesagt, das kann ich nicht, was dieser Schauspieler kann, und habe ihn liegen lassen. Dann habe ich 1969 den Kafken wieder aufgenommen und über dieses Jahr habe ich ihn gelernt und da versucht darzustellen und habe 1970 den Kafka zum ersten Mal gespielt. Vor 4 Jahren musste ich ihn aufgeben, weil ich mich verletzt habe an der Hüfte und ich konnte bestimmte Bewegungen nicht mehr nachvollziehen. Tat mir sehr, sehr weh. Hohe Herren von der Akademie. Zweimal mit einer einjährigen Unterbrechung in Nürnberg war Karl Merkatz am Salzburger Landestheater engagiert. Salzburg war etwas Fremdes damals, nicht? Und ging da über die Staatsbrücke herüber und da sah ich jemanden und sagte, entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, gibt es hier in Salzburg ein Theater? Sagt er, ja, da drüben, das Landestheater. Da habe ich das Theater gefunden, ging hin und da war der Portier, der saß da gleich eine Tür und da saß ein halb Meter tiefer unten, sage, guten Tag. Wissen Sie, gibt es hier in Salzburg eine Schauspielschule? Sagt er, ja, die nächste Tür, war ich im Mozarteum. Im September bin ich natürlich nach Salzburg gefahren mit der Bahn und zu den Kapuzinen hinaufgegangen,
am Kapuzinerberg und hat mich vorgestellt, Pater Quadian für Wiener Neustadter Hugolin, hat mich geschickt, sagte, ja, das wissen wir schon, und haben wir eine kleine Zelle gegeben. Theodorich, Nachmittag kriege ich einen Anruf, war eine Schwester dran aus Innsbruck, sagte, ob sie mich haben möchte. Ja, bitte. Ich soll sie vom Pater Theodorich sehr schön grüßen lassen. Auf Wiedersehen, sagte er. Danach um 4 Uhr ist er gestorben. Na. Geh! Ja. Oha, oha, oha. Hat er mich angerufen. Ja. Tatsächlich? Ja, knapp bevor er gestorben ist. Ja. Ja, du warst ein guter Freund, so wie eben. Ja, der lebt noch da, aber der Ubald war auch noch da. Und der beste Freund von uns. Der Ubald. Der hat immer noch. Ja, der beste Freund. Ja, der Ubald. Der hat gern mögen. Ja, sehr. Du warst ein Stein im Brett gehabt. Ja, mehr ist das. Weihnachten 1957 in Salzburg. Über zu viel Arbeit kann sich der junge Schauspieler nicht beschweren. Im Gegenteil, das Weihnachtsfest fällt dementsprechend bescheiden aus. Es war also Winter, unendlich kalt. Der Christkindlmarkt war schon überall, bei der Roten Kirche war er damals. Naja, und ich hatte mir ja 10 Schilling gespart, ich weiß nicht, woher ich die genommen habe, und habe heimlich rote Fäustlinge für meine Frau gekauft. Rote Fäustlinge, weil die billigsten waren, die haben 10 Schilling gekostet. Zu essen hatten wir nichts als ein Stück gelben amerikanischen Käse. Den hat uns die Schwester im Kloster gegeben. Und was war noch dazu? Ich glaube, ein Stückel Speck hatten wir noch und etwas Brot. Das war unser weihnachtliches, schönes Essen. Und wir saßen da ein wenig betrübt. Ich habe die Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Da haben wir danach ein bisschen geheult beide. Und plötzlich klopft es an der Tür. Ich gehe hinaus, mach auf, steht Pater Ubald davor, hat eine Schachtel in der Hand und sagt, Bur, schau, mir hat gerade eine Frau das alles gegeben, wir können es ja nicht brauchen, wir haben im Kloster alles, dachte mir, ich bring's euch. Da war alles drin, was wir uns noch gewünscht haben. Ja, da bin ich da. Ja, wir sehen uns. Längere schon. Zeit noch. Na, bei euch? Ja. Na, können wir die einkleiden? Ja. Der Wendepunkt kommt durch einen Anruf des damaligen Intendanten des Salzburger Landestheaters, Fritz Klingenbeck, der Karl Merkatz ein unwiderstehliches Angebot unterbreitet. Am 27. Dezember war es, klingelte das Telefon bei der Nachbarin. Sie kam herüber und sagte, Herr Merkatz, das Landestheater hätte sie gern. Ich sage, hin, Telefon. Ja, Klingenbeck dran, Herr Merkatz, Sie möchten doch hereinkommen, vielleicht haben wir etwas für Sie. Gut, habe ich gesagt, bin gleich drinnen. Hineingefahren mit dem O-Bus zum Landestheater. Klingenberg hat mich empfangen, sagt, schauen Sie, Herr Merkatz, wir brauchten jemanden zum Einspringen heute am Abend. Können Sie das tun? Sage ich, ja, kein Problem. Sagt er, ich würde Sie dann gerne engagieren, wenn es geht. Wenn Sie diese Rolle übernehmen für heute Abend, es ist nicht sehr viel, aber dann auch inspizient machen, dann können wir einen längeren Vertrag mit dem Mann. Sag ich, wunderbar, Herr Direktor, ja, mache ich sofort. Und den Text, ja, denn hier ist der Text, gut. Es war Nestroy Eisenbahn heiraten. Ich war der Gepäckträger am Bahnhof mit 2 Koffern in der Hand und hatte Text natürlich, habe die Koffer gebracht, sag, da sind die Koffer. Bin ich wieder abgegangen. Das war mein erster Auftritt am Landestheater Salzburg. Im zweiten Jahr im Seminar habe ich Thomas Bernhard kennengelernt und wir haben uns relativ gut angefreundet. Wir haben statiert in einem Zirkus, da war ein Film gemacht worden und beide haben wir Statisten gespielt. Er saß da, ich da und eine Freundin, die saß dazwischen, ja. Und so haben wir uns kennengelernt. Der Kapuzinerberg diente als nächtliche Bühne für die beiden betrunkenen Theaterstudenten. Da sind wir eines Nachts hinaufgegangen, weil wir so philosophiert haben und Gedichte gesprochen haben. Und hinter diesem ist ein kleiner Einbruch in der Mauer. Und da sind wir raufgestiegen, beide mitten in der Nacht. Auf der Seite ging es runter und da standen wir auf der Mauer
und haben Rilke rezitiert, haben in die Nacht hinausgeschrieben, reiten, reiten, reiten. Und danach hat er gesagt, springen wir jetzt runter, bringen wir uns um. Und das hat eine Überlegung bedurft. Und dann habe ich gesagt, nein, springen wir nicht. Da sind wir beide runtergestiegen, er ging hinunter den Prügelweg und ich hinauf ins Kloster. Bei den Salzburger Festspielen des Jahres 1957 arbeitete Merkatz auch als Inspizient. Da kommt es während einer Vorstellung des Freischütz zum Theatergau. Die Schauspielerin, die die Rolle der toten Mutter spielen sollte, war nicht erschienen. Und es war knapp vor dieser Szene. Kaspar war schon auf der Bühne. Wo ist die tote Mutter? Die tote Mutter! Ich sag mal, habt ihr was klar? Frauenperücken, bringt ihr Perücken herbei? Ein Blond oder was? Mit langen Haaren. Die sind herumgerannt. Es kam einer mit einer Perücke mit langen weißen blonden Haaren, ein weißes Kleid übergestülpt. Und ich hinauf in den Sarg mich hineingelegt. Und ich lag kaum drin, war schon eins, zwei, drei. Die Wand ging hoch und die tote Mutter winkte dem Kasper so. Dreimal, wie es hieß. Dann ging der Deckel wieder zu. Und glücklicherweise ging die Szene weiter, ohne gemerkt zu haben, dass die tote Mutter nicht da war. Die Originalmutter. Die Generalprobe war zu Ende. Ich stand natürlich da auf der Szene als Inspizient. Da hörte man von unten, wer war heute die tote Mutter? Entschuldigen Sie, Herr Renner, die tote Mutter war heute nicht da, also habe ich sie schnell gespielt, sagte er. Ab heute spielen Sie die tote Mutter. Das war mein erster großer Auftritt im Festspielhaus. Karl Merkatz beendet die Schauspielschule am Salzburger Mozarteum. Ich habe zum Abschluss nach 2 Jahren mit der Prüfung, also sogenannte Staatsprüfung damals, wurde das Schauspiel auch zur Akademie erhoben und kriegte 7.000 Schilling Preis. Das war damals sehr, sehr viel Geld. Ich habe mir damals ein Fahrrad mit Hilfsmotor gekauft. Ich bin mit diesem Fahrrad nach Heilbronn gefahren. Ganz langsam ging das, aber ich musste nicht treten. Ich bin sogar auf der Autobahn, auf der stückweise Autobahn gefahren. Nur hat mich niemand heruntergeholt, keine Polizei. Und so kam ich in mein erstes Engagement nach Heilbronn ans Theater. Bedingung für das Engagement war, dass Karl Merkatz die Stelle des Inspizienten mit übernimmt. Als Nebenjob sozusagen. Ich habe gesagt, das mache ich alles und wurde auch Inspizient. Und dann kam ich ins Engagement. Doch in dieser Zeit geschah etwas, das weitaus größeren Einfluss auf sein Leben haben sollte. Im Theater war ein Wirtshaus angebaut, sondern wie man sonst ein Buffet im Theater hat. Und da saßen wir natürlich nach jeder Probe und nach jeder Vorstellung und haben uns ein Bier genossen oder ein Glas Wein und waren immer sehr lustig. Da war ein junges Mädchen, die wartete immer auf Herrn Färber. Das war ein Mann, der die Kulissen gefahren hat, von da bis dorthin, denn wir haben ja auch immer wieder gastiert. Und ein Kollege, Arnulf Otto und ich, waren scharf auf dieses Mädchen. 18 Jahre war die alt und wir waren ja schon alle über 20 und haben gewettet, wer kriegt sie. Und haben uns bemüht, einmal da, einmal da. Und das Glück hatte ich, ich habe sie bekommen. Ich habe eigentlich nie etwas über meine Familie erzählt. Ich hatte 2 Kinder gekriegt, eine Tochter in Nürnberg. Nein, das war die zweite. Also ich bin ganz verwirrt. Ich vergesse das immer, die Jahreszahlen, Geburtszahlen. 58, als ich in Salzburg engagiert wurde, da bekamen wir unsere erste Tochter, Brigitta. Und in Nürnberg, das war ja danach,
1962, da kam Josephine zur Welt, denn wir spielten in Nürnberg ein Stück, das hieß Wie heißt du, Josephine? Und da wir keinen Namen für sie gefunden hatten, haben wir gesagt, gut, wenn ich jetzt das gerade spiele, da kam sie zur Welt, haben wir sie Josephine genannt. Wir hatten geheiratet und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt im Theater? Ich habe gesagt, ich muss dir eines sagen, für mich ist das Erste das Theater. Das Zweite ist die Familie. Und das haben wir eine Zeit lang durchgehalten. Und dann kam das erste Kind und da wurde ich langsam wach. Und sagte, jetzt haben wir eine Familie gegründet. Ich muss gestehen, ich habe einen Fehler gemacht. Das Erste ist die Familie. Das Zweite ist mein Beruf, das Theater. Meine Eltern wollten nicht, dass ich Schauspieler werde. Schauspieler ist ein Hungerleiderberuf, haben sie immer gesagt. So musste ich zuerst eine Lehre annehmen. Das war bei einem Tischler, der schräg von uns in der Wiener Straße seine Werkstatt hatte. Und der hat mich auch aufgenommen. Und dort habe ich Tischler gelernt. An den ersten Tagen der Lehre, die Gesellen waren ja sehr lustig, haben zu mir gesagt, du musst jetzt die Hobelbänke waschen gehen. Nun gut, ich habe in der Waschküche eingeheizt, das Wasser war schon sehr heiß. Ich habe 2 Eimer Wasser ausgeschöpft und ging über den Hof zur Werkstätte. Kam die Meisterin daher, sagt sie, ja, was machst du denn mit dem Wasser? Sag ich, na, ich gehe jetzt die Hobelbänke waschen. Sofort weg mit dem Blödsinn, eine Hobelbank wird nie gewaschen. Da wurde ich auch arbeitslos, als die große Arbeitslosigkeit einbrach. Aber ich konnte noch eine kleine Anstellung finden in einer kleinen Tischlerei. Da waren nur 4 Tischler, die haben nur antike Sachen renoviert und gemacht. Und da war ich ein halbes Jahr. Da bin ich aber selber weggegangen, weil die haben auch die Politur gesoffen. Während der Tischlerei ging ich sehr viel ins Theater. Alfred Neugebauer ließ Karl Merkatz bei sich vorsprechen. Dieser lernte eifrig verschiedene Rollen und fasste sich ein Herz. Ich stand da vor der Tür und habe da angefangen. Ich zählte 20 Jahre König, in strengen Pflichten war ich aufgewachsen. Im finstern Hass des Papsttums aufgesaugt. Und dann ging das weiter und fertig war. Da haben sie noch etwas. Ja, den Franz Mohr habe ich gelernt. Ja, bitte, habe ich den angefangen und den Monolog durchgespielt. Und als wir fertig waren, sagt er, ja. Dann sage ich, Herr Professor, wie ist es? Sagt er, na ja, lieber junger Freund, für eine Bauernbühne wird schon reichen. Ja, das war mein erster Weg zum Theater. Ende des Krieges liegt die Heimatstadt von Karl Merkatz in Trümmern. Das Dritte Reich ist Geschichte, die Lage der Bevölkerung immer noch dramatisch. Zentrum und Hauptstützpunkt der narzisstischen Luftwaffe, dem Untergang. Wiener Neustadt ist die am stärksten getroffene Stadt Österreichs und russische Besatzungszone. Von den mehr als 4000 Häusern der Stadt blieben nur 18. In den Nachkriegswirren kommen der 16-jährige Karl und seine Familie auf einem Bauernhof in Niederösterreich unter. Hier hat die Familie unmittelbar nach dem Krieg gewohnt, immer in Furcht vor Gewalttaten und Repressalien der Russen. Mit dem Sohn des Bauern verbindet ihn die Erinnerung an diese Ereignisse. Der findet die Küche einige. Freilich. Gut, schauen wir. So, da geht's rein, gell? Ja. Mensch, das sind ja Jahre her. Jahre her. Aha. Ihr seid sie ausgezogen, gell? Mein Schatz. Da ist euch ein Bankerl gesehen. Ja, da ist gestanden. Da ist gestanden. Da hab ich einen gesessen, weißt du noch? Ich kann mich nicht erinnern, wie das war. Wie das war. Da ist der Russ gesessen. Wow. Da war ein Russe, der war besonders hart. Der hatte einen Säbel ohne Scheide. Den hat er in der Hand, den hat er immer durch die Luft gefahren, wie man beim Fechten es sieht.
Und er setzte sich vor mich, ich war so an einem Tischchen gesessen, ein Kindertischchen, und er setzte sich so vor mich hin und hat ein Tuch ausgebreitet über seine Schoß, nahm einen Revolver heraus, den hatte, einen sechsschüssigen Trommelrevolver, zerlegt den ganz und poliert den, macht alles sauber, dann gibt er die Walze hinein und hat sie mit 6 Schuss gefüllt, zusammengemacht, den Hahn aufgezogen und hatte mir an die Stirne gesetzt. Dann drückte er ab über den Kopf in die Wand hinein. Wenn du so ein Stemmeisen hast und einen Hammer, stehen wir es aus. Und da kriegen wir die Kugel dazu. Da war das immer angerissen, wird jetzt so verloren gehen. So, ich sag scheiter so. Die weiblichen Familienmitglieder wurden bei der ersten Begegnung mit ihren Besatzern alle in ein Zimmer getrieben. Aber sie haben sich geweigert. Da kam ein Oberst oder was er war, hat uns angeschrien, alle hinaus. Wir mussten alle vor die Tür, uns mit dem Gesicht zur Wand stellen. Und hinter uns haben sich eine Reihe Soldaten aufgestellt. Und der Oberst hat Kommando gegeben. Dann sind wir gestanden, wussten nicht, was passiert. Dann hat er wieder Kommando gegeben, dann nochmal Gewehr. Und dann hat er gesagt, der Weibschli. Und da mussten wir alleine gehen. Und da konnte niemand den Frauen mehr helfen. Da haben die Russen die Frauen eine Zeit nach der Reihe. Und ich habe mir hergelegt, weil ich schon nicht mehr konnte, weil ich 3 Tage nicht mehr geschlafen habe, nichts gegessen habe. Ich kann es nicht beschreiben, wie schlimm es war. Ober uns wohnten 2 Frauen. Da kamen immer die Russen hinauf, wie es so war. Und als es so schlimm war, wir hatten keinen Ausweg mehr, hat der Vater und die Mutter beschlossen, dass wir uns alle das Leben nehmen. Und in dem Zimmer fanden wir 4 Stricke für jeden gerecht. Und für den Kleinen hatten wir keinen Strick mehr. Und da hat der Vater ausgemacht, wenn wir alle tot sind, nimmt er den Kleinen auch herunter und mit diesem Strick hängt er sich auf. Und ich saß am Fensterbrett. Ich habe immer gebetet, so Maria, hilf uns. Und das war die ganze Nacht so. Aber am Abend noch, als wir das ausmachten, kam ein Russe. Der ging hinauf, die Treppe, die war neben unserer Tür, zu den beiden Frauen. Die haben ihn nicht hineingelassen. Dann kam er runter und hat sich vor unserer Tür auf die Treppe gesetzt und ist die ganze Nacht da sitzen geblieben. Die Nacht hat gereicht, dass wir uns beruhigt hatten. Und als wir in der Früh die Tür aufmachten und ich hinausging, hat er mir einen Laib Brot gegeben. Wollt ihr runterschauen ins Zimmer, da fahren wir rauf auf die Terrasse? Hier kann ich die Weißen vielleicht brauchen, oder? Wir wollen sie einfach so überraschen. Dass bitte sie sehr, ja, okay. Ich weiß nicht, Keller 1 oder was? Fahren wir mal. Fahren wir Keller 1. Im Notfall können wir einmal hochfahren. Also, wieso stehst du da? Ich hab auf dich gewartet. Wie lange brauchst du? Das sagt eine Viertelstunde. Ja. Aber ich kenne bei dir die Stunden. Da hast du eine Viertelstunde, es wird eine Stunde draus. Dann soll ich jetzt die Blumen geben oder nicht? Oh ja, bitte, das ist sehr lieb von dir. Gell? Passt das richtig zu deinem Glauben? Zu meinem Glauben, gell? Passt das gut. Servus. Ich bin zufrieden, dass wir so zueinander halten und alles.
Das ist wirklich einmalig. Und er war in den Zendehof, wo wir, dort haben uns die Russen anzündet, ist das ganze Haus abgebrannt. Na, das war halt dann furchtbar, bis wir eine neue Wohnung gekriegt haben und alles. Es war, wir haben schon eine schlechte Zeit hinter uns. Aber heute können wir zufrieden sein, dass es uns so geht. Gell? Zum Bruder sage ich immer, jetzt hör endlich schon mal auf, gib da ein bisschen nach. Na, weil er sagt, du verstehst es nicht, du kannst es nicht verstehen, sage ich ja. Aber du wirst halt wahrscheinlich mal auf der Bühne liegen bleiben. Ja, bitte? Du bist es. Das hast mich richtig aufgeweckt. Ich bin eingeschlafen. Ja, ich bin eh bett. Ich weiß nicht, wie lange. Stunden, glaube ich, noch bin ich da. Ne? Ja, ist in Ordnung. Freue mich auch. Ne? Das ist Servus. Damals 1938, wenn ich zurückdenke, mit den Mädchen, die da waren, vom Rudel, die Schwestern und die Anschi, die hat uns damals schon mit 9 Jahren einiges gezeigt, dass wir nicht wussten, was es ist. Wir wussten zwar, was es ist, aber womit man da, was man da mitmachen konnte, haben wir durch die Größere dann erfahren. Und lustigerweise, die über uns Wohnenden, die Frau, die Mutter, die hatte keine Unterhose an, sondern nur ein langes Kleid. Und dann stand sie am Balkon und hat zu den Buben runtergeschmissen, Rotzbur, mir Herz auf. Und da haben wir aber hochgeschaut. Und da haben wir unter den Rock geschaut. Und das waren natürlich Sachen, die wir dann wussten, was es ist. Mit 11 Jahren kommt auch Karl zur Hitlerjugend. Natürlich musste ich auch gehen. Und zwar, ich konnte es anscheinend hinauszögern, denn es war etwa 40, 41 war das. Da war ich eigentlich Ministrant im Großen Dom. Und gegenüber von der Sakristei war das Hitlerjungenheim. Und wir kannten uns ja alle links und rechts von der Schule her und auch von den Straßen. Wir kannten uns. Und da schrie der Fähnleinführer rüber: Karl, da muss man zum Heimabend kommen. Ich sagte, ja, ich komme schon. Aber ich ging nicht. Mit meinem Freund Rudel sind wir dann heimgegangen. Und das ganze Fähnlein hat uns verfolgt bis nach Hause. Wir sind in der Wohnung unter die Betten, haben uns gelegt. Wir wohnten so halb parterre. Und das ganze Fähnlein hat sich dann aufgestellt vor den Fenstern. Wir hatten 3 Fenster, Schlafzimmer, 2 Küche. Und die Eingangstür zur Küche war eine Glastür mit Glasscheiben. Und der Fähnleinführer kam an die Tür, schlug dran, sagte: Karl, wenn du nicht zum Heimabend kommst, hol mir deinen Vater ins KZ. Der Rudel ist der älteste Freund aus dieser Zeit. Die Freundschaft hat die Jahrzehnte überdauert. Servus, Rudel. Entschuldige, dass ich so spät komme. Du, ich brauche einen Spritzer. Die haben wir offen da, gell? Ja, holen da holen wir uns auch. Thank you.